Jemand, der sich über alles beschwert, der hat wahrscheinlich trotzdem ein zentrales Problem, nämlich, dass ihn niemand mehr ernst nimmt und niemand zuhört und sich niemand um ihn kümmert oder seine Probleme auch irgendwie versucht zu lösen oder diese Person zumindest das Gefühl hat, dass es so ist. Ja. Und so werden die Hilfeschreie immer größer, das Frustrationsgefühl immer größer. Und so kann es natürlich auch sein. Manchmal haben auch Patienten oder auch Menschen allgemein das Bedürfnis, ihr wahres Anliegen etwas zu verschleiern, weil sie es selber noch gar nicht so genau wissen, sondern eher aus einem unguten Gefühl herauskommen oder weil sie das Gefühl schon kennen, dass ihnen sowieso niemand zuhört und sie dann denken, ich habe zwar nur eine Beschwerde, aber wenn ich jetzt drei Beschwerden nenne, dann wird das vielleicht als dringlicher eingestuft und dann kümmert sich doch jemand um mich. You're listening to Dr. Baxman's Lean Orthodontics. Simply everything that makes you even more successful in orthodontics and practice management. Dr. Baxman is a speaker, Amazon bestseller author, and multi-entrepreneur. Now he takes all that knowledge and brings it to you in one podcast. This is Dr. Baxman's Lean Orthodontics. Dieses Interview läuft unter dem Titel Wie funktioniert gutes Beschwerdemanagement, habe ich mir überlegt. Und wir hatten ja auch im letzten Podcast schon darüber gesprochen, dass Beschwerden ja, jetzt wenn man es ganz optimistisch ausdrückt, als Chancen angesehen werden können. Warum denn? Also warum kann ich mich denn eigentlich freuen, wenn ein Kunde zu mir kommt und sich beschwert, jetzt mal ganz überspitzt ausgedrückt? Also da fällt mir direkt was Lustiges ein, was ich auf so einem Ärztestammtisch letztens gehört habe. Da hat irgendjemand gesagt, ich brauche kein Beschwerdemanagement, bei mir beschwert sich nie jemand. Und fand ich sehr interessant und das geht genau auf den letzten Punkt ein. Oh Mann, habe ich gedacht, was wird dort an Potenzial verschenkt? Das ist auch eine im Lean eine Verschwendung, Verschwendung von Potenzialen, die man hat, von Möglichkeiten, sich zu entwickeln, zu verbessern und so weiter und so fort. Ja, da sollte man auf jeden Fall reingehen. Und von wem kann man nicht besser erfahren, wo man sich verbessern muss, als von jemandem, der ein Verbesserungspotenzial auch aufdeckt, nämlich sagt irgendwie, das lief an dieser Stelle nicht so gut. Und das ist doch super. Und da sollte man rein, auf jeden Fall. Aber wie wichtig ist das denn? Weil ich arbeite jetzt nicht in der kieferorthopädischen Praxis, aber was ich so im Alltag mitbekomme, egal ob es jetzt im Supermarkt ist oder, weiß ich nicht, wenn man es auf der Straße mitbekommt, manche Leute beschweren sich ja wirklich über alles, ne? Und deswegen ist ja so für mich die Frage, so als Praxisinhaber musst du ja auch wahrscheinlich so ein bisschen angewöhnen, das zu filtern. Also auf der einen Seite zu gucken, welche Beschwerde ist jetzt gerechtfertigt oder wo liegt es vielleicht auch an meinem Gegenüber? Ja, im Prinzip könnte man hier auch wieder psychologisch so ein bisschen einsteigen. Jemand, der sich über alles beschwert, der hat wahrscheinlich trotzdem ein zentrales Problem. Nämlich, dass ihn niemand mehr ernst nimmt und niemand zuhört und sich niemand um ihn kümmert oder seine Probleme auch irgendwie versucht zu lösen oder diese Person zumindest das Gefühl hat, dass es so ist. Und so werden die Hilfeschreie immer größer, das Frustrationsgefühl immer größer. Und so kann es natürlich auch sein. Manchmal haben auch Patienten oder auch Menschen allgemein das Bedürfnis, ihr wahres Anliegen etwas zu verschleiern, weil sie es selber noch gar nicht so genau wissen, sondern eher aus einem unguten Gefühl herauskommen oder weil sie das Gefühl schon kennen, dass ihnen sowieso niemand zuhört und sie dann denken, ich habe zwar nur eine Beschwerde, aber wenn ich jetzt drei Beschwerden nenne, dann wird das vielleicht als dringlicher eingestuft und dann kümmert sich doch jemand um mich. Ja, das ist tatsächlich ein häufiges Problem, was man tatsächlich auch sieht, dass wenn sich jemand beschwert, dann fangen die plötzlich ein und haben dann 10 verschiedene Sachen, wo man dann auch eigentlich ein tolles Beispiel hat, wo man dann sagen, dann wirklich auch, sag ich mal, seine eigene Gelassenheit und seine eigene Lösungsorientiertheit wunderbar trainieren kann als Mindset. Das ist was ich dann auch sehr gerne schon mal mache, dass ich sage, okay, ich habe so das Gefühl, da besteht jetzt wirklich Redebedarf. Ich habe jetzt gerade im Moment nur 10 Minuten Zeit. Ich glaube nicht, dass das Ihnen gerecht wird. Wollen wir vielleicht einen Telefontermin machen für heute um 18 Uhr? Dann habe ich dann ein bisschen mehr Zeit und dann erzählen Sie einfach mal alles, was da so los ist. Und dann kann man auch wirklich einfach mal hingehen und dann macht man ein richtiges Anamnesegespräch mit denen. Sagt, okay, die fangen dann an, ja, keine Ahnung, im Wartezimmer war kein Stuhl frei, das Klo war schmutzig, die Rezeptionistin hat mich nicht beachtet, ich musste zu lange warten, ich hatte keinen Parkplatz gefunden. Okay, alles klar. Womit wollen wir anfangen? Was war das Wichtigste? Keine Ahnung, die Rezeptionistin. Okay, fangen wir mal an, Rezeptionistin. Okay. Was war denn da genau los? Wie ist das denn genau abgelaufen? Beschreiben Sie mal. Und dann kommt man nach und nach tatsächlich dahin, kann sich selber auch Notizen machen, kann Hinweise finden, kriegt vielleicht aber auch einfach raus,
Manchmal sind das so banale Dinge, dass dann der Patient sagt, ja, und heute Morgen hat sich mein Mann von mir getrennt und ich weiß jetzt noch gar nicht, wie es mit mich weitergehen soll. Und dann kam da eins zum anderen und ich war halt einfach total genervt. Wo man sagen kann, okay, vielen Dank für das Vertrauen, für die Offenheit. Da kann ich jetzt nichts dafür machen. Ich bin auch vergeben. Aber wie wäre es denn, wenn wir beim nächsten Mal darauf achten, dass das Verhalten von der Rezeptionistin Ihnen gegenüber so oder so ist? Würde das einen Unterschied machen? Würdest du denn dann sagen, weil es läuft jetzt auch wieder auf das hinaus, was wir jetzt auch in einem Interview schon gesagt hatten, dass es wichtig ist, den Patienten ja zu beachten, zu hören, ernst zu nehmen und so weiter. Würdest du denn sagen, dass das so die Zusammenfassung von einem gut funktionierenden Beschwerdemanagement ist oder so? Weil ich glaube, wenn man an Beschwerdemanagement denkt, denkt man oft jetzt nicht direkt an der Praxis, vielleicht an ein großes Unternehmen, keine Ahnung, aus der Industrie oder was auch immer. Und dann ruft ein Kunde an und sagt, das und das Gerät funktioniert nicht. Und es das heißt ja dann immer so, es braucht ein gutes Beschwerdemanagement. Aber wie würdest du das denn beschreiben? Also was ist denn Beschwerdemanagement? Ist es der Umgang mit Beschwerden? Wie kann man das zusammenfassen? Ja, es ist im Prinzip eine Kombination aus vielem. Und wir kommen immer wieder zurück, wie du auch schön sagst, zu sowas relativ Ganzheitlichem. Im Prinzip ist es für mich in dem Moment so, eine Beschwerde ist wie ein Tatort, um wieder mal so eine Analogie zu nehmen. Und bei dem Tatort geht es in dem Moment auch erstmal darum, dass man den Tatort erstmal sichert, damit man dann entsprechend Fakten zusammentragen kann, um am Ende das Ganze zu analysieren und dann auch um eine Lösung herbeizuführen, ob es dann Täter ist oder eine Problemlösung, dass das Ganze aufgelöst ist. Und das ist auch genau das Vorgehen, was ich mir da in dem Bereich vorstelle. Und das kann man natürlich dann auch, sag ich mal, das klingt jetzt auch wieder so abstrakt, so ich bin keine Maschine oder ein Roboter, aber trotzdem laufen da verschiedene parallele Prozesse ab. Dann ist es einmal die ganz klar rein sachlich und logisch unemotionale Ebene, die wirklich nur wissen will, was sind die Fakten, wo ist der Tatort, wie ist der begrenzt, was gehört alles dazu, was gehört nicht dazu und so weiter, dass ich wirklich ein möglichst klares Bild habe. Das zweite ist natürlich dann die Form der Beziehungsebene über Empathie, über Rapportbildung, auch über das aktive Zuhören alleine schon, dass man eine gewisse Bindung dort hat, dass sich derjenige dann auch wohlfühlt. Dass er merkt, man möchte das Problem lösen. Und dann am Ende des Tages kommt auch noch so ein bisschen das Thema Status. Also eigentlich sind wir gerade bei Verkaufskommunikation dabei. Das ist das Thema Status oder Expertenstatus hier in dem Sinne. Natürlich muss derjenige, mit dem man spricht, auch das Gefühl haben, nicht nur, da ist jemand, der sich dafür interessiert, sondern da ist auch jemand, der vielleicht in der Lage ist, auch nicht nur das Problem aufzudecken, sondern es auch zu lösen. Sprich, es sollte auch schon Sherlock Holmes da am Tatort sein und nicht, keine Ahnung, nicht nur der Watson. Es sollte auch eine Mitarbeiterin, die Entscheidungsbefugnis hat, vielleicht, oder die jemand kennt, der Entscheidungsbefugnis hat, die Dinge aufnehmen, damit da auch was dann mal rauskommt am Ende. Und wenn man diese drei Dinge dann kombiniert, dann würde ich sagen, hat man schon sehr, sehr gutes Beschwerdemanagement eigentlich beschrieben. Weil im Prinzip ist auch das Thema Beschwerdemanagement, sag ich mal, wir wollen keine Beschwerden managen in dem Sinne, sondern wir wollen Probleme, die zu Beschwerden führen, aufdecken und lösen. Langfristig, nachhaltig. Das Muss heißt, ich wir das managen, denn? also als Gedanke nochmal, es ist nicht nur eine Beschwerde, okay, ich manage eine Beschwerde, ich bin derjenige, der sie annimmt, ich nehme sie auf, ich hefte sie ab und dann mache ich meinen Report und sonst irgendwas, sondern es bleibt dann schon auch auf der individuellen Ebene, gerade bei Beschwerden dann konkret, dass ich eine ganz maßgeschneiderte Lösung für den jeweiligen finde. Maßgeschneidert muss nicht heißen, dass ich eine Insellösung jetzt unbedingt zwingend finde, sondern es kann schon innerhalb meines Systems sein. Wieder zurück an das eine Interviewbeispiel mit dem Restaurant Pizza und Sushi. Nein, ich muss nicht zwingend losgehen und nebenan Sushi holen für den Patienten, der das wollte. Natürlich, ich könnte es sogar machen. Hey, was für ein geiles Wow-Erlebnis. Der Patient, ey, eigentlich hätte ich Bock auf Sushi, aber die Pizzeria hier ist so schön. Und dann geht man los und holt für den. Was ja, wäre Dann sind wir natürlich aber auf auch. der Begeisterungsebene wieder, Ne, ne? ist man auf der total krassen Begeisterungsebene vielleicht unterwegs, aber das muss man gar nicht. Der wäre auch schon okay für den, wenn er sagt, ja komm, habe ich verstanden, vielleicht Fisch ist das Richtige für dich auf deiner Pizza. Guck mal, wir haben die, die und die. Wäre das vielleicht was? Aber muss ich denn, wenn ich jetzt Beschwerdemanagement betreibe in meiner Praxis, was ich ja offensichtlich sollte, muss ich dann die Beschwerden auch dokumentieren, deiner Meinung nach? Oder muss ich wirklich nur die schlimmen Beschwerden, die ganz schlimmen Fälle. Was muss ich da irgendwas dokumentieren oder nicht? Das ist eine Frage, die sehr spannend ist. Und warum ist die sehr spannend? Weil meistens die, die gut im Beschwerdemanagement sind, sagen,
ich kann das so lösen. Dieses, ich kann das so lösen, resultiert aber in der Regel daraus, dass ein Prozess internalisiert wurde und dass die ganzen Beschwerden, die jemals aufgenommen worden sind, quasi erinnert werden und daraus die Best-Practice-Lösung selbst intuitiv meistens erarbeitet worden sind. So, ist jetzt sehr verklausuliert, was ich damit sage. Das bedeutet auch, dass meistens Beschwerdemanagement in Praxen irgendwelche Kommunikationstalente machen, die zufälligerweise vielleicht das gleiche Wertesystem haben wie der Chef oder der Chef sagt, ah, ist mir egal, die macht das schon, die kann das gut. So, ist aber ein Problem immer dann, wenn zum Beispiel eine Mitarbeiterin mal geht oder wenn man dieses Talent nicht hat oder wenn eine neue Situation auftritt, wo sich dann zeigt, okay, das Talent ist gut in alten Lösungen, aber schlecht in neuen Lösungen. Immer dann macht es total Sinn, wenn man tatsächlich es dokumentiert. Und wie dokumentiert man es am besten? Dass man quasi eine Art Katalog erzeugt, von dem dann alle lernen können. Das ist zum Beispiel auch was, was man im Verkauf macht. Im Verkauf gibt es zum Beispiel typische Formulierungen wie Einwandbehandlung, nennt man es. Da geht man genauso vor. Wenn man sagt, ja, die Zahnspange kostet 3000 Euro, dann sagt der Patient, oh, das ist mir aber zu teuer. Das ist so ein Standardeinwand. Den Standardeinwand, den kennt irgendwann jeder, aber es gibt noch zig andere, die auch aus verschiedensten Gründen auftreten. Und die sammelt man dann alle und löst diese Einwände durch eine kommunikative Schlüsselform sozusagen, die genau da passt. Und das Gleiche ist auch bei Beschwerden natürlich dann irgendwo möglich. Erstens haben wir einen Prozess, den wir durchgehen können, wie zum Beispiel das Latte-Konzept, was bedeutet, dass wir direkt selber aus der emotionalen Ebene uns rausziehen können und uns nicht aufregen, nicht beleidigt fühlen, nicht angegriffen fühlen, nicht in die Rechtfertigung kommen, sondern Aber einfach. das ist, glaube ich, auch die Kunst, ne? Ja, Entschuldigung, genau, ich wollte aber. dich jetzt nicht unterbrechen, weil ich glaube, das ist die Kunst, weil ich glaube, manche, die sich vielleicht auch nicht so oft mit Beschwerden auseinandergesetzt haben, die nehmen das dann persönlich. Und ich glaube, das ist ja dann eher kontraproduktiv. Das bringt ja weder dem, der die Beschwerde vorbringt, noch dem, der sie bekommt, was. Genau, und dafür hilft einfach die Dokumentation auch, dass man sieht, es gibt regelmäßig Beschwerden überall. Das heißt jetzt nicht, dass Ja. ich jetzt nur von mir spreche, bei mir sind so viele Beschwerden, oh, furchtbar. Nein, sondern jeder hat irgendwelche Beschwerden in dem Bereich. Das ist das eine. Wir haben sogar mehr als viele andere, weil wir haben ja zum Beispiel 5 Praxisstandorte. Dazu ganz Ja, kurzer gut. Einwurf zum Thema Statistik. Als wir noch eine Praxis hatten, hatten wir keine Ahnung, ich sage mal eine Zahl, hatten wir 2 Beschwerden im Quartal. Ja? Okay. Als wir 5 Praxen hatten, hatten wir dann plötzlich 6 Beschwerden im Quartal. Da kamen meine Mitarbeiter zu mir und sagten, boah, wir haben ja jetzt viel mehr Beschwerden als vorher. Stimmt. Statistisch gesehen hätten wir bei 5 Praxen aber 10 Beschwerden haben müssen und 6. Das heißt, eigentlich haben wir weniger Beschwerden als vorher. Statistisch gesehen Ja. fühlt sich aber anders an. So, ganz kurzer Einwand, Nee, weil zum ich Thema. weiß, wie du meinst. Ja, klar. Ich Ja, meine, man muss den mir auch fehlt die immer mehr Statistik. bewerten können. Ja. Richtig ist aber, dass wenn wir dieses Mindset generieren in uns und unseren Mitarbeitern, eine Beschwerde ist die Möglichkeit, daran zu wachsen. Und unsere Aufgabe ist natürlich, uns zu entwickeln. Und für mich als Chef, mich trifft jede Beschwerde. Weil ich will, dass es perfekt läuft. Ich will, dass alles genau läuft, wie es sollte. Ich möchte eigentlich jedes Problem antizipiert haben und jede Lösung schon vorher implementiert haben. Das ist mein Anspruch an mich persönlich selber. Das heißt, natürlich trifft mich jede Beschwerde, ob vom Mitarbeiter oder von sonst wem. Aber Ja. das ist halt eben auch mein Job, dass ich das dann abstrahieren kann und dass ich es meinen Mitarbeitern Mittel an die Hand gebe, dass sie es auch abstrahieren können, dass es nichts Persönliches ist, sondern dass es jetzt nur darum geht, das Problem zu lösen und das auf eine möglichst effiziente, energiearme, strategische Weise, die gleichzeitig zu einer Zufriedenheit des Patienten führt. Aber auch haben wir wieder eine Win-Win-Situation, nämlich auch zu einer Zufriedenheit von mir selbst, weil das Gespräch fühlt sich nicht so unangenehm an, wenn ich ein bestimmtes Gesprächsmuster habe. Drittens, wenn ich jetzt als Mitarbeiter, Mitarbeiterin das Gespräch geführt habe, mein Chef wird wahrscheinlich auch zufrieden sein, wenn ich das Problem gelöst habe und er jetzt nicht auch noch Stress hat. Okay, also das heißt, Beschwerdemanagement ist eine Herausforderung, aber es ist auf jeden Fall ein Faktor, der in der gut funktionierenden Praxis auf jeden Fall vorhanden sein sollte, höre ich daraus. Aber Ja, was ich auf jetzt jeden Fall. so am Ende mich noch frage, also jetzt haben wir ja das Beschwerdemanagement so ein bisschen abgeklappert, nur auch wieder dieser Fokus darauf, dass nicht nur der Chef wissen muss, was zu tun ist, sondern auch die Mitarbeiter. Und dass es auch wichtig ist, die Mitarbeiter selbst als Kunden mit anzusehen. Aber jetzt meine abschließende Frage wäre, was mache ich denn, wenn ein Kunde mit einer Beschwerde an mich herantritt, wo ich wirklich denke, ey, nee,
Stimmt nicht, ist nicht gerechtfertigt. Sage ich ihm das so ins Gesicht oder wie verpacke ich das denn, um ja dafür zu sorgen, dass er trotzdem ein gutes Gefühl hat, dass er sich trotzdem ernst genommen fühlt? Aber ich muss mir auch als Praxisinhaber nicht jeden Schuh anziehen, ne? Nee, das ist richtig. Aber da kann man auch, wenn man direkt von vorne, also bin ich total bei dir. Und das gibt es tatsächlich auch häufiger. Und das ist etwas, was mir, da muss ich sagen, da kann ich manchmal auch an mir arbeiten, dass jetzt quasi Offenheit hier, auch vor allen, die sich das anhören, die ich manchmal dann auch schwierig finde. Weil wie du merkst, ich bin jemand, der sehr schnell spricht, der auch sehr schnell denkt, sehr schnell analysiert. Und dann klopft bei mir schon im Kopf innerlich schon nach den ersten 10 Sekunden, dann weiß ich schon, das ist Schwachsinn, was der erzählt. Es ist wirklich Schwachsinn an Ja, meine normalen. ich, ja, hat man ja manchmal, ne? Wo Und man sich so denkt, so, nee, das wird nichts. das ist dann echt eine Disziplinaufgabe, dann sich das zu Ende anzuhören und auch sachlich zu bleiben in dem Fall. Da hilft aber dann auch wieder eine sachliche Analyse. Und dann, okay, alles klar, ich nehme das so auf, habe ich so verstanden, was Sie gesagt haben. Und ist auch ein ganz, ganz, also Latte-Konzept ist auch ein ganz wichtiges Problem, was ich Ja. feststellen kann. Ich habe dazu auch schon meine Mitarbeiter befragt, die zum Beispiel auch in dem Prozess da gewesen ist, die hat es etwas anders dargestellt. Also da gibt es sicherlich verschiedene Sichtweisen. Außerdem haben wir hier auch genaue Protokolle. Was ich jetzt machen kann, ist, dass wir die Protokolle intern wieder schulen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass, sage ich mal, nicht ganz so in der Form aufgetreten ist, wie Sie es jetzt darstellen. Kann ich gut nachvollziehen, ist für Sie emotional und so, ist auch ein wichtiges Thema, aber nee, da liegen Sie falsch. Ist jetzt nicht die allerfeinste Art und Weise, aber dann ist dann auch irgendwann gut. Und es gibt auch manchmal, da ist man auch als Chef manchmal gefragt und da darf man dann auch einfach mal der Alpha oder heute ist ja moderner, wenn man Sigma oder so ist, darf man dann auch mal sein und irgendjemand, der nervt dann so rum. Beispielsweise, wir hatten letztens einen Patienten da, der kam dann, ja, ich bin Privatpatient, bei mir kann man alles machen. Ich möchte jetzt, dass das und das und das und das und das jetzt gemacht wird. Und dann, nee, wir haben hier einen ganz bestimmten Prozess, der ist auch für ihre eigene Sicherheit und für ihre eigene Struktur. Damit dann auch wirklich alles perfekt gemacht wird. Wir stellen Ihnen jetzt eben ein paar Fragen. Danach würden wir einmal ein Röntgenbild erstellen und dann werden wir eine Untersuchung durchführen. Dann haben wir alles, was wir brauchen und danach können wir alles machen, was dann entsprechend gut macht. Nee, nee, das lassen wir weg, das lassen wir weg. Wir machen jetzt genau das, was ich sage. Ich bin der Kunde und ich bin der König. Sorry, okay, alles klar. Hier ist kein Vertrauensverhältnis gegeben. Wenn wir hier qualitativ hochwertige Arbeit ableisten sollen, und das möchte ich, dann machen wir das genau nach diesem Verfahren. Wir können hinterher alles machen, was für Sie wichtig ist und richtig ist, aber ohne dieses Verfahren wird es nicht gemacht. Und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Ist aber auch wieder die Struktur, über die wir schon gesprochen haben, ne? Ich meine, es ist dann vielleicht nicht im Sinne dieser Person, aber du hast ihm dann die Struktur geliefert oder er kann sie annehmen oder er kann sagen, das möchte ich nicht. Richtig, ganz genau. Und das ist halt dieses, kann man auch sagen, dieses Schutzkonzept, sage ich mal, auch für einen selbst, diese Struktur zu haben, dass man einfach sagt, bevor ich mich jetzt angepisst fühle, auf Deutsch gesagt, ziehe ich mich einfach zurück in meinen Ja. Prozess, in meine Struktur. Damit gehe ich Nummer eins sicher, dass ich es korrekt mache, dass ich es vollständig mache, dass ich auch forensisch geschützt bin in dem, was ich tue. Also ich lasse mich da nicht auf irgendwas hinreißen. Das ist übrigens ein ganz, ganz großes Problem, wenn du zum Beispiel ein Patient mal eine Beschwerde hat über die Ergebnisqualität zum Beispiel. Und dann sagt ein Ja. Mitarbeiter, oh, das tut mir leid, das ist auch wirklich nicht gut gelaufen oder so. Zuck hat man den Anwalt in der Praxis. Wegen Ja. einer möglichen Falschbehandlung oder sonst irgendwas. Man sagt, ja, der Mitarbeiter hat das auch bestätigt. Also da ist ein bisschen Fingerspitzengefühl manchmal auch gefragt. Also wie, ich gehe mal ganz kurz zurück, es ist wie der Tatort. Da kann nicht jeder drauf rumtrampeln. Dann, Ja. sondern da ist der Anzug an, da sind die Handschuhe an, da wird ein Gitter rumgemacht, da kann keiner rauf und sagt, ja, ich bin verwandt oder ich muss da jetzt durch. Nee, geht jetzt nicht, außen stehen bleiben oder sonst irgendwas für eine Befragung bereithalten. Jetzt wird hier erstmal alles gesichert. Und das hilft tatsächlich sehr gut dabei. Und dann schauen wir weiter. Genau, Ja. dann schauen wir weiter.